Fokus mit der attraktiven Lehrstellen bei Weisshaustechnik. Und von den Mikrofitnessparks einzigartig in Qualität, Vielfalt und Engagement. Was erwartet uns 2014 im nächsten Jahr? Wir starten mit unserer Serie heute jetzt mit konkreten Sternzeichen, nachdem wir gestern allgemein vorgeschaut haben. Und heute ist wieder der Astrologe Siegfried Schmid von AstroSesam bei uns. Siegfried Schmid, starten wir mit dem Widder. Was sehen Sie da? Der Widder ist ein Frühlingszeichen und ist eigentlich das Zeichen vom Kampf in der Natur, von der Kälte wieder in die Wärme. Und im April ist es manchmal auch ein bisschen stürmisch. Und so ist es eigentlich auch mit dem Widder. Der Widder und der Steinbock sind im Moment, und Skorpion noch ein bisschen, sind die drei Zeichen, die am stärksten gefordert sind, wegen gewissen astrologischen Stellungen. Und jetzt ist es beim Widder halt so, weil er eine Führungsfigur ist, also der Widder ist eigentlich das Leitschaf, so tun sie natürlich auch gerne solche Rollen übernehmen. Und wenn sie jetzt schauen, generell, überall, wo Demonstrationen sind, da sind ein Haufen wieder in Tätigkeit im Hintergrund, die das animieren, weil in Wirklichkeit eben der Uranus der Planet ist, der rebelliert, wenn es etwas nicht korrekt ist, sozial und so weiter. Und da tun die wieder gerne Führungsrollen übernehmen und tun Trendings anzeigen. Und der Trend ist natürlich sehr stark jetzt weltweit zum Demonstrieren. Und so sind auch die wieder eigentlich am besten dort daheim, wo sie etwas bewegen können, das Änderungen bringt. Und in der Regel natürlich in Stossrichtung von der Menschheit generell, weil er ja eigentlich Führungsfigur ist. Und das kommt ganz sicher bei den wieder. Beim einen mehr persönlich und beim anderen wieder ein bisschen mehr kollektiv führen. Es ist immer eigentlich in diesen beiden Ebenen. Und das betrifft eigentlich Mann und Frau ein bisschen gleich. Also ob sie jetzt wieder Frau sind oder wieder Mann, man möchte etwas ändern im Leben, man möchte neue Wege gehen. Und da sind sie eigentlich, haben sie Führungsrolle. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Sternzeichen, das ebenfalls ein Tier als Symbol hat mit Hörner, nämlich zum Stier. Was sehen Sie beim Stier? Der Stier ist eigentlich das Zeichen, das das stabilisieren muss, das er wieder rausgebracht hat. Also der Widder ist die Sache gefahren und der Stier tut dann säen. Der Stier ist eigentlich das Zeichen, das möchte das Konkrete dann aufbauen, das Verlässliche, das am Schluss im Herbst eben Früchte bringt, Sommer, Herbst. Und in dem Sinn würde ich sagen, sind Stiere vom Pluto im Steinbock her sicher bei den innovativen Leuten beteiligt, aber sie möchten es Konkrete umsetzen. Und ich glaube, dass hier die Stiere ein relativ gutes Jahr haben. Sie spüren natürlich noch in der Saturn vom Skorpion her, aber da der Saturn ein ernster Planet ist, würde ich sagen, sind Stiere das Jahr ein bisschen ernster, aber das, was sie machen, sind die Nägel mit Köpfen. Also etwas, wo man darauf zählen kann und wo man sieht, es geht in eine Stossrichtung, wo dann irgendwelche Früchte daraus entstehen. Ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die der Stier in diesem Jahr hat. Wo er auch muss Unterstützung bringen im Hintergrund, zum Beispiel, dass die Folge nach dem Erkämpfen von etwas Neuem dann eben auch Früchte trägt, irgendwann ist im Herbst. Und da wird ganz sicher der Stier eine wichtige Rolle spielen. Jetzt sind wir mehr ein beim Kopf gewesen. Was geht, wenn es um den Bauch geht im Stier ab? Gut, weil der Stier ja das Honigzeichen ist und das Liebeszeichen im klassischen Sinn, so möchte der Stier natürlich auf dieser Ebene auch eher Stabilität finden. Und ich glaube, dass es auf dieser Ebene tendenziell ist, Verlässlichkeit, also auch in der Liebe, in der Gefühlswelt, nicht grosse Abenteuer, sondern eher etwas, wo man darauf zählen kann. Etwas Beständiges. Dann sind wir bei dem Sternzeichen, wo gerade zwei auf dem Bild sind, bei den Zwillingen. Ja, bei den Zwillingen ist es so eine Sache. Sie sind halt immer ein bisschen gespalten zwischen den beiden Ebenen, zwischen Brüdern und Schwestern. Das sind ja das Geschwisterzeichen. Der Zwilling hat ja das Jahr im alten Jahr. Der Zwilling hat im alten Jahr hat er eigentlich ziemlich viel Zwiespalt gehabt. Der Jupiter ist durchgelaufen und jetzt geht er raus. Die Lili kommt noch ein bisschen zurück. Ich glaube, also auch der Zwilling merkt zum Beispiel, wir müssen auf neue Sachen zugehen. Er ist ganz sicher trendig in der Werbung, im Bereich Konsum. Er wird ganz sicher Inputs geben,
damit Menschen wieder mehr optimistisch sind und möchten für sie gehen, weil die Wirtschaftssituation, die wir jetzt haben, da spielen Zwillinge eine grosse Rolle, weil sie haben auch mit Werbung zu, mit den Medien, mit der Kommunikation. Und auf dieser Ebene sind Zwillinge ganz sicher positiv gefordert. Und ich glaube auch, dass sie da dabei sind und einen guten Beitrag leisten wollen. Wenn Sie das Stichwort Veränderung nehmen, heisst das allenfalls auch beruflich, dass man neue Wege geht? Der Zwilling, wenn er zufrieden ist im Beruf, dann ist er konstant. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann sucht er neue Wege. Er ist auch einer von denen, der auf der verbalen Ebene neue Trends sucht. Und natürlich auch nach Lösungen. Also der Zwilling sagt noch schnell, ja, warum machen wir es nicht anders? Weil er ja die Dualität in sich hat. Auf der einen Seite ist er da beständig, aber er schaut immer noch Perspektiven an, wie man es ändern kann. Und gerade in einer schwierigen Zeit braucht man ja Leute, die auch bereit sind, sich von den alten Knochen zu trennen und auf neue zuzugehen. Und der Zwilling hat ganz sicher auf dieser Ebene eine wichtige Aufgabe in diesem Jahr. Mhm. Und, aber vom Bauch her geht es ihm auch gut nächstes Jahr. Ich würde sagen, der Zwilling ist einer, der natürlich schnell noch mal ein Gipfel mehr isst, wenn es ihm jetzt passt im Kaffee. Und in der Liebe ist er jemand, wo, wenn es stimmt, ist er beständig. Und wenn es nicht stimmt, dann ist er wechselhaft. Beide können führen. Besten Dank, soweit Siegfried Schmid. Ich mache vielleicht gerade schon den Ausblick auf die Sendung vom nächsten Freitag, vom 27. Dezember, wenn wir wiederkommen. Dann sind nämlich mit Sternzeichen Krebs, Löwe und Jungfrau Dreie. Und wenn Sie eines von denen haben, dann würde ich unbedingt hineinschauen. Danke für die Aufmerksamkeit, alle miteinander. Fokus mit attraktiven Lehrstellen bei Wyss Haustechnik. Und von den Mikrofitnessparks einzigartig in Qualität, Vielfalt und Engagement.